Expecto Patronum! Hallo liebe Bücherwürmer! Ich habe heute wieder Besuch! Simone von Lesedurch, Hetty von das Bücherchamäleon, Vanessa von Bibliometasia und Sanne vom Papierplanet. Und wir spielen heute zusammen Harry Potter Zitate raten. Wir haben unseren Quizmaster, die Vanessa, die wird uns gleich Zitate vorlesen und wir müssen erraten, um welches Buchzitat es sich dabei handelt. Und es gibt Bonuspunkte, wenn man auch noch weiß, von wem das Zitat stammt. Und zwar sind Simone und ich in einem Team, sowie Lea und Sanne. Seid ihr bereit? Ja! Dann kommt sie da. Okay, und also wer als erstes was weiß? Schreibt einfach Bing Bing, bing oder Bing Bing oder Bing Bing. Dann kommt hier das erste Zitat. Ich suche keinen Ärger. Bing Bing Meist Bing. Findet bing, der bing. Ärger mich. Das ist auch? Ja. Gefangener von Azkaban, Harry sagt das. Yep. Yay! Hey. Neues Zitat. Ja. Sie brauchen mich nicht Sir zu nennen, Professor. Bing Bing Bing! Ja. Das war Harry in Hyperbands. Nein, oh, dann schon. Harry auch nicht. Verdammt! Verdammt! Dürfen wir jetzt, ne? Oh, Entschuldigung, ja, ich hab's nicht. Oh, das war sehr schwer. Das heißt. Weil sonst hätte ich vorhin mit dem. Also, kriegt ihr jetzt den Punkt. Wir kriegen den Punkt und ihr kriegt gar keinen. Aber, da geht aber! Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Das ist Harry Potter in der Steine Weisen und sagt Albus Dumbledore. Richtig. Ich weiß, was ein Spitzname ist. Ich weiß, was ein Spitzname ist? Ich glaube, ich weiß es. Bing, bing, bing. Na dann. Das ist der Halbblutprinz. Ja. Yes. Und, nein, das ist mit Rune Baschlapp. Die Frage ist, wer sagt es? Aber es müsste Hermine sein, oder? Ich dachte auch, das ist Snape. Nee, das ist Snape, der das zu Harry sagt. Ah! Was? Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz auch sein. Ich hab ne. Ding, 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 ding. Sag Alter. Nein, das ist, es müsste eigentlich, nein, Heiligtümer des Todes sein. Es müsste eigentlich alles Dumbledore sein. Also Heiligtümer des Todes ist richtig, sagen tut's niemand, das ist eine Grabinschrift. Ach ja! Von irgendeinem Grab. Ja! Tja, ne? Ich habe euch nur zwei Worte zu sagen. Haut rein. Was? Das ist, ding, 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 ding. Also ich glaube, das kann eigentlich nur Harry Potter und der Stein der Weisen sein. Das sagt Albus Dumbledore. Und das ist nein. Nein, oh. Das Buch ist falsch. Scheiße. Lass, komm, wir raten. Unsere Chance, okay. Welches raten wir? Ich glaub, das ist bestimmt beim Essen. Haut rein, so essenmäßig. Bei welchem Dinner ist es denn dann? Also mein Lieblingsband ist Band 3. Dann ist meine Freunde. Das ist auch falsch. Das ist Harry Potter und der Feuerkelch. Was? Das kann es auf keinen Fall sein. Wir holen dir noch ein Autogramm. Lockhart unterschreibt ja alles, wenn es lang genug stillsteht. Bing, bing. Ja, bin zu spät. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wer hat's gesagt? Es müsste eigentlich Ron gewesen auch Ron. Sein. Weißt du auch zu wem? Zu Hermine. Hermine. Ja. Woo! Immer. Ach, ja, bing, bing, bing. Ja, Heiligtümer des Todes. Snape. Nehmen Sie sich einen Keks, Potter. Verdammt. Auf jeden Fall sagt es McGonagall. Ja. Und. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, welches Buch. Es müsste Halbblutprinz sein. Nein. Oh, sag mal nochmal drei Raben. Irgendwann muss drei stimmen. Keine Ahnung, irgendwann muss der dritte stimmen. Okay, okay, dann nehmen wir jetzt den Gefangenen. Nein! Das ist bestimmt Orden des Phönix, ja. Oder? Ja! Oh. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem du uns dazu überredest, die Regeln zu brechen. Oh, bing, 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 bing. Welcher Teil? Der Orden des Phönix? Nein. Nein! Was? Nee, das hätte ich auch nicht gesagt. Das ist der einzige Teil, den ich nicht gesagt hätte. Das müsste... Oh! Das müsste doch eigentlich. Kann man schrecken. Sein. Und das müsste Ron, sagen. Yep. Yeah. Ich glaube, ich hatte diese Filmszene im Kopf mit Hermine. Ja, aber das ist es halt nicht. Genau genommen sind meine Fehler, da ich, verzeih mir, eher klüger bin als die meisten Menschen, in der Regel auch entsprechend größer. Ich weiß, wer es sagt. Bing? Ich weiß auch, wer es sagt, ja. Ist das nicht Kammerle Schrecken? Nein. Das ist 5 oder 6, glaube ich. Ich würde 6 spontan. Okay, dann sagen wir den 6. Ja, ist richtig. Ja, wir haben den Punkt! Und Dumbledore auch richtig? Ja, 2 Punkte! Oh mein Gott.
Ich habe meinen Zauberstab weggenommen. Simone. Seid ihr bereit? Träum weiter. Wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, dann sieh dir genau an, wie er seine Untergebenen behandelt und die Gleichrangigen. Ja. Sirius Black in Orden des Phönix. Nee. Das müsste Feuerkelch sein. Und wer sagt es nochmal? Warte. Es ist doch über. Es ist nicht über Barty Crouch, über Winky. Sagt wer in 10? 9. 7. 6. 5. Wie ist denn hier? Bett der Mutti. Nein, ist richtig. Naja, verdammt, ich war mir nicht sicher. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, wer wir wirklich sind. Welcher Teil? Ich glaube, Bing, Bing, Bing. Orden des Phönix? Nein. Ja, komm, ich glaube, ich weiß. Ja, dann sagen wir Steinerweisen. Nee, zweiter Teil. Nur zu, zerstöre weiter, was ich besitze. Ich würde sagen, es ist ohnehin zu viel. Ich weiß es. Warte. Willst du Bing? Ja, warte kurz. Bing, Bing, Bing. Orden des Phönix, alles Dumbledore. Egal in welches Haus ich komme, Hauptsache, die ist woanders. Bing, Bing, Bing. Harry Potter und der Stein des Weisen, Ron. Ja. Yeah, Hermine. Die Stimme eines Kindes, egal wie ehrlich und aufrichtig, ist bedeutungslos für jene, die verlernt haben, zuzuhören. Da kann ich nicht raten. Aber ich mache jetzt mal Bing, Bing, Bing. Mach mal. Kann man das Schreckens? Nein. Okay. Das ist 100% ein Albus Dumbledore-Zitat, weil alles der Albus Dumbledore sagt. Muss aber erst. Ja, aber ihr habt ja schon geraten. Vielleicht ist es jetzt ja der dritte Band. Probier es aus, ich weiß es nicht. Ja! Immer wachsam. Man könnte meinen, ich laufe blind in der Gegend herum und krache ständig gegen Wände. Das muss ja eigentlich Orden des Phönix. Feuerkelch sein. Ja. Und Mad Eye Moody. Nein, Harry. Was? Aber wir haben das Buch richtig. Eben. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Welches Buch? Irgendwie jemand, wo stirbt, oder? Bing, 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 Feuerkelch? Nein. Nee. Verdammt, Mann! Ich glaube, ich weiß es. Ja, nehmen wir wohl. Komm, wir vertrauen uns. Ja, und wer? Achso, wirklich? Ja! Ja. Scheiß drauf, wer das war. Warte mal. Lupin könnte auch sein. Hm. Entscheidung. Okay, wir nehmen Sirius. Nein, Albus Dumbledore. Wie langweilig Albus ist. Na toll, ich gehe und hole eins von den antiken Schwertern aus Koboldhand, die wir sonst noch haben, und du kannst es als Geschenk einpacken. Bing, 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 Heiligtümer des Todes. Ja. Drawn. Ja. Wieder einmal ist ein Weihnachtsfest vergangen, ohne dass ich ein einziges Paar Socken bekommen habe. Die Leute meinen dauernd, sie müssen mir Bücher schenken. Stein erweisen, Albus Dumbledore. Ja. Am Spiegel nervig. Kannst du dir vorstellen, wie sehr Tyrannen die Menschen fürchten, die sie unterdrücken? Bing, Bing, Bing. Ihnen allen ist bewusst, dass ganz sicher eines Tages eines ihrer vielen Opfer sich gegen sie erheben und zurückschlagen wird. Halbblutprinz? Ja. Und. Wie immer werde ich die Blogs von den reizenden Hexen hier unten in die Infobox verlinken. Vielen Dank fürs Zuschauen! Tschüss, liebe Bücherwürmer! Nox!